Willst du dich mal da vorstellen? Nur deswegen habe ich das gemacht. Heute sind wir auf dem Weihnachtsmarkt in Loma Prieta. Wir sind zwar schon das dritte Jahr Weihnachten hier in Paraguay. Das erste Jahr haben wir es nicht geschafft, weil wir noch in Asunción unten in der Gegend waren. Das zweite Jahr waren wir nur in Fernheim auf dem Weihnachtsmarkt. Und heute lassen wir uns mal überraschen, was der Weihnachtsmarkt hier in Loma Prieta so zu bieten hat. Da muss gut drauf, da wird es schwindelig. Hier sieht man schon, es ist ein paar Pioneros. Hier werden halt auch alte Traktoren, genau, und andere Fahrzeuge ausgestellt. Super schöne Stände hier, zum Beispiel mit Kerzen. Dann ist hier wieder, ich habe keine Ahnung was, ist das? Ich denke mal, das wird hier von einem Industriekomplex sein, da wo die den Palo Santo zerkleimen. Genau, das kann sein. Und, Maschine Quatsch, steht ja noch. Quetschmaschine. Läuft ja noch sogar. So, ein kurzer Zwischenstopp, hier sind wir ja wieder weiter. Hier gibt es Bettwäsche. Dann selbstgehäkelte, gestrickte, ich habe keine Ahnung, was für Sachen. Ein Dekostand. Also wir haben uns gerade schon mal einen ersten Eindruck hier verschafft. Weil das ist leicht groß hier, ne? Also... Ihr werdet das wahrscheinlich gleich sehen. Also hier auch schöne, echt schöne Sachen. Den habe ich gerade gar nicht gesehen, den Stand. Mit toller, selbstgemachter Deko. Ich würde ja gerne Sarah sehen, wie sie hier den heißen Draht spielt. Aha. Seht ihr den? Aber das wirst du nicht. So, ist auch ein richtig schöner Stand, also schon von der Optik her. Ich muss einmal komplett alles zeigen, filmen. Guck mal, hier hätte doch mal ein Krebsstand stehen können. Da hier hätte ist Platz. Dein Krebsstand stehen. Ja. Also hier ist Essen und Deko und alles ziemlich gemischt. Die Dinger finde ich ja mega. Bin ich weg. Diese selbstgestrickten, gehäkelten Kuscheltiere. So, da kommen wir jetzt, ich habe hier auf dem Video, hier in dem Bereich zur ersten Fressbude. Man sieht auch, die sind sehr voll, ne? Die Sache ist auch voll. Also, hier ist ein kleiner Zwischengang zu den Toiletten. Dann, was ist das denn? Essen? So, der ist auch toll, der Stand. Deko, Spiegel. Alles sehr liebevoll hier angerichtet. Was ist das? Kutschending, ne? Ein Wagen. Ein Wagen? Kutsche. Kutschending. Hier leckere, selbstgemachte Süßigkeiten und man kann sich hier sogar auch fotografieren lassen. Dann, Auge, Brownies, Streuselkuchen. Und? Kutschen. Kutschenwagen-Dinger. Hier ist noch ein anderer Eingang. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, wo wir gerade sind. Im Dunkeln. Im Dunkeln, genau. So, weiter geht's. Burgerbude. Nach der Burgerbude kommt der Lomito Arab. Man hier jetzt nicht viel. Da. Lecker Churros.
Und? Wagendinger? Ach, das sind so zum... Pflügen. Zum Sehen. Und wieder lecker essen. Waffeln, Gebäck. Ist das Gleiche. Zuckerwatte darf auf dem Weihnachtsmarkt auch definitiv nicht fehlen. So, einmal kurz so. Damit ihr mal so das Ausmaß hier von allem seht. Und das ist ja nur einer von zwei so großen Sitzgruppen. Genau, also es ist definitiv mehr Stände als bei uns in Gelsenkirchen auf dem Weihnachtsmarkt. Definitiv. Wir kannten ja bis jetzt nur den aus Fernheim. Was ist das denn hier? Oh, selbstgemachte Marmeladen. Und der hier übertrifft, glaube ich, echt alle unsere Erwartungen. Ne? Auch von der Größe von einem her. Hier selbstgemachte Sachen aus Ziegen. Ziemlich. Und guck mal, ein Wagending. Eine Dreschmaschine. Ja, gut, dass er da dran steht. Ne? Ja. Nein, wo? So, was ist das? Shakes aus Manders Kitchen. Hallo. Hi. Was gibt's denn hier? Essen, ne? Essen. Schöne Fotokulisse hier. Und leicht sehr viel gut besucht. Auch richtig schön hier dekoriert, die kleine Brücke. Das ist was für mich. Ich liebe Lichter, Lichterketten. Alles. So. Hier auch selbstgemachte Gebäcke und Deko. Eigentlich wollten wir euch mal eben kurz zeigen, was es hier alles so gibt, aber wie gesagt, mit dem Ausmaß hier haben wir nicht gerechnet. Da waren wir Backwaren. Hier Pflanzen und so typisch, ist ja nicht bei Regen, Töpferkunst, ne? Paraguayische Töpferkunst. Aber Arego ist die Hauptstadt davon quasi, ne? So, hier ist Donuts. Aber hier seht ihr auch, alles voll. Was ist das? Ach, Elas. Eis. Selbstgemachte Plätzchen. Hier gibt es wieder Burger. Und Gebäck. Was wir dazu sagen können, backen können die hier, ne? Ja, sehr lecker. Also definitiv. Eigentlich egal, wo man ist. Deswegen habe ich ja so viel zugenommen. Ja. So, was ist das hier? Burger. Burger können die aber auch hier. Das Fleisch hier ist einfach mega. Deswegen habe ich ja so viel zugenommen. Aber nochmal, danke liebe Laura für die leckere Kekse. Die teilen wir uns momentan ein. Ich jeden Tag zwei, Martin, wenn überhaupt eins. Ne? Muss sparen, ja. Kalorien sparen. So, hier haben wir handgemachte Geschenke. Deko, Seifen, glaube ich. Ah, wieder Gebäck. Hier auch kein Eiskaffee. Und Zuckerwatte. Was gibt's hier? Ach ja, genau, vegane und laktosefreie und was weiß ich was alles essen. Was ist das? Weiß ich immer noch nicht. Nee, gab's auch Gebäck, das weiß ich noch. So. Dann gehen wir mal ins Spieleparadies. Muss Sarah gleich rutschen. Nein, Martin will. Ist ja für die Kleinen.
So. Also die Masse an Menschen, die nimmt nicht ab. Hier waren wir jetzt gerade noch nicht. Weil da dürfen wir nicht drauf. Was ist das? Das ist ein Bubbleplatz. Was ist das? Das weiß ich nicht. Die Dunkelkammer. Willst du dich mal da vorstellen? Nur deswegen habe ich das gemacht. Jetzt kommt die nämlich aus dem Lachen erstmal eine halbe Stunde nicht raus. Wahrscheinlich wird sie gleich so ein bisschen Atemnot kriegen, weil wenn die so gehässig ist, dann lacht sie am schönsten. Miss Fies. Was ist das denn hier? Bubble Plus Eintritt. Auch noch so eine schöne Brücke. Ja gut, wir werden mal gucken, ob wir jetzt noch was essen. Das war's. Also ich finde es sehr viel. Ne, definitiv. Genau. Lohnt sich auf jeden Fall mal hier vorbeizuschauen. Und ich glaube, wir werden trotzdem noch was essen, ne? Ich denke schon. Erschwerte Bedingungen hier auf dem Rückweg von dem Weihnachtsmarkt. Der staubt, ja, der Staub nervt, aber der fährt relativ schnell. Aber wenn Martin den einholt, dann sehen wir wieder nichts.